So, Freunde, lass uns mal ein bisschen auf Hauptwache reagieren. Komm, Frankfurter Streetboxen. Polizei stürmt die Aktion. FFM ist am Durchdrehen. Habe ich noch nicht gesehen? Wir ziehen uns das jetzt mal rein. Ulit, ich wollte doch noch mal ein Eis essen. Ja, die ganzen Leute von der Hauptwache haben mir bei Instagram geschrieben. Die haben mir gedroht, die haben mich beleidigt. Hör mir auf, Alter. Ich gehe darauf gar nicht ein, auf diese Leute. Was ist das denn, Alter? Ja, Bruder, der ist richtig motiviert. Der ist am Fliegen. Meint ihr, Hullet kommt? Soll ich euch vorlesen, was der mir geschrieben hat von der Hauptstadt? Ich kann euch das vorlesen. Ich will jetzt hier keine Screenshots einblenden. Ich sag auch nicht, welcher Name das ist. Wetten, er schreibt mir gleich, weil er auch auf Undercover diesen Stream guckt. Safe, Digga. Also, es geht los. Samstag, ich habe eine Story gepostet. Da habe ich doch gepostet. Ich hatte noch nie so Zahnschmerzen gehabt. Mir tut alles weh und sowas. Das ist echt hart. Dann schreibt er da drunter, also antwortet auf die Story, Karma-Schmocki. So, das war letzte Woche Samstag. Dann gestern um 12.36 Uhr schreibt er mir, Junge, die Jacke kostet mehr als dein Leben, du Hund. Komm live, wir reden, du Hund. Dann habe ich nichts drauf geantwortet. Dann um 3.09 Uhr in der Nacht, antworte doch, du Schmock. Komm live, komm, wir reden. Zeig doch deine Eier. Komm jetzt live, komm jetzt rein. Und dann ein paar Minuten später, wir können es jetzt normal regeln oder es wird eklig. Dann hat er um 4 Uhr oder was weiß ich wann eine Story hochgeladen und hat da reingeschrieben mit schwarzem Hintergrund, an alle, die Erne folgen mögen, bitte entfolgt mir einfach. Hat er in deine Story gepostet. Dann nochmal wieder der klickliche Versuch. Komm jetzt live. Antworte doch, du Hund, du. So lächerlich. Du Hund, hast keine Eier in der Hose. Ah, Bruder, ich werde dir auch nicht antworten. Kannst du mir schreiben, was du willst, Digga. Was soll ich darauf antworten? Digga, Alter, das ist einfach so respektlos. Der Junge ist bestimmt 15. Ich bin 10 Jahre älter als du. Und er geht mit mir um, als wäre ich ein Stück Scheiße, Digga. Was ist los mit dem? Weißt du, dann denkt er, ich antworte dem auch noch, wenn er so mit mir schreibt. Hätte er mich vernünftig angeschrieben, wäre das was anderes. Aber mich direkt so beleidigt anzuschreiben, schreibt mir deine Jacke. Die Jacke kostet mehr als dein Leben. Bruder, ich verdiene in einem Monat, was du nicht mal in 2 Jahren oder in 10 Jahren verdienen wirst. Also halt dein Maul, Alter. Ich sag sogar, die Jacke ist original. Okay, ich nehme alles zurück, die Jacke ist original. Aber dann schreib nicht so eine Scheiße, dass ich ein ganzes Leben für diese Jacke arbeiten müsste, um sie mir leisten zu können. Digga, Alter, halt doch einfach dein Maul. Von dem muss man aufpassen. Der kommt jetzt aus Frankfurt extra nach Düsseldorf rüber. Der will mich suchen, der will mich schlagen. Ja, Bruder, ich habe Angst vor dir, Digga. Nee. Kommst du mit deinen Hulitz da an? Hallo. Hallo, warst du derjenige, der uns in Videos beleidigt hat? Ich hab doch nur mein Eis gegessen. Ja, und jetzt sind wir hier und wollen dich schlagen. Komm, lass uns boxen. Ach nö, ich geh mein Eis essen. Sparring auf Locker Chico mit Handschuhen. Eine Minute, Sparring. Ah, da haben wir da irgendwelche aus... Ach, den kennen wir doch, den einen. Einen habe ich erkannt. Was geht da ab, Mann? Was machen die da jetzt? Polizei... Frankfurter Streetboxen. Wie ihr seht, Digga, Hamburg, wir sind heftiger. In Hamburg, wir sind krasser, Digga. Wenn wir sowas machen würden in Hamburg, Digga, wer hat Bock auf Sparring? Alle würden durchdrehen. Verstehst du? Mal hier. Ich dachte, Frankfurt ist krank. Du hart, ich hab Bock, Digga. Hast du auf Sparring zu machen gegen einen? Gegen den? Darf ich gegen meinen eigenen Cousin? Ja, mach. Ey, okay, da läuft so. Boxen die sich da jetzt, oder was? Eier, Digga, hier, da sind die zwei Kandidaten, die machen jetzt Sparring auch ganz entspannt. Eine Minute. Warte, ich hab, ey, hatte dieser Ben Fresh nicht auch mit irgendwelchen Leuten Beef? Ne? Und am Ende entscheidet die Crowd, wer gewonnen hat. Ganz easy, okay? Auf die Plätze. Fertig. Ding, ding, ding. Boah, da hat er in die Fresse bekommen. Oder eigener Cousin haut dem anderen in die Fresse. Boah, der ist fresh angezogen, der Kleine hier. Scheiße, wo ist meine Maus? Der links. Digga, er boxt einfach seinen Cousin kaputt, Alter. Der ist fresh angezogen, ja. Der ist fresh, der Kleine, ja. Ja, Mann, von dem einen, der mir gedroht hat, von dem ist die Moncler-Jacke genauso original wie diese Gucci-Tasche von dem hier. Komm,
vorbei, vorbei. Vorbei. Jetzt komm mal her. Also die Crowd entscheidet, okay? Die Crowd entscheidet. Die machen da einfach auf der Straße Streetboxen. Und diese Seite. Okay, sehr gut. Ey, und die nächsten, wer hat Bock? Aber nur noch rund um den Der Rap, Capella. Krasser Typ, Alter. Muss ich aufpassen, dass er mir nicht auch noch auf Instagram schreibt. Keiner will gegen ihn kämpfen, deswegen, Digga, heute, der Tag gehört ihm. Sehr schön, Jungs, Digga. Was machen die da, Alter? Hey, Frankfurt ist neue Goldquelle für YouTuber, Alter. Jeder geht dahin, macht Videos. Keiner will, ne? You wanna fight? Okay, wir haben einen Kandidat, Digga. You wanna fight? Again? Safe, so Profiboxer. Nein, nein, nein. Okay, aber Spaß, nur eine Minute. Langsam, ja, okay. Langsam. Ready? Langsam. Du hast mal. Okay, seid ihr ready oder nicht? Hauptwache ist Goldwache, ja, Mann. Okay. Aber ist ja ganz schön, was darf man eigentlich auch. Okay, auf die Plätze, eine Minute, fertig. Let's go. Ja, man sieht doch schon, dass der linke Box, Digga. Oh. Slow. Also jetzt der rechte. Man sieht das. Also jetzt boxen die beide? Man sieht das schon voll in den Bewegungen. Haben die nicht mal Mundschutz, Alter? 10 Euro auf dich, Digga. Just sparring, let's go. Let's go. Bester Mann, Alter, der eine, da oben rechts, der filmt einfach, könnt ihr gerade nicht sehen, der filmt einfach mit Blitzlicht. Tageslicht. Das ist schon was länger her, glaube ich, Leute, das Video. Die boxen sich einfach. Die Crowd, sehr gut, die Crowd. Okay, die Seite. Und die Seite. Unentschieden. Mach mal Olchet an, komm mal, es geht. Haben die Mundschutz an? Also. Dingens. Also die haben jetzt, das ist ja natürlich vor Corona gewesen. Oha, Polizei. Also das, lieber Ben, war auf jeden Fall sehr sinnvoll. Er zeigt hier den Polizisten. Eine Sekunde später ist er zensiert. Das hat gar nichts gebracht. Also selber hier. Immer die Polizei ist da, das gibt Ärger. Das war jetzt nicht irgendwie, dass die ich check's nicht, warum tut der nur den Polizisten zensieren? Den wieder nicht? Das macht alles gar keinen Sinn. Wir haben der Polizei geschildert, dass es sich nur um Spaß handelt. Mit Absprache der Polizei in Frankfurt durften wir weitermachen. Ja, die Polizei in Frankfurt, die erlaubt sowas. Ganz gefährlich.
Ich hab dich schon mal gesehen. Digga, wie voll ist das denn da? LOL, den kennen wir doch. Ich schwöre, den kennen wir doch von der Hauptwache letzte Mal da. Dieses eine Video da. 100% wurde die auf der Straße diese Pranks gedreht haben. Oder? Genau, Digga, Frankfurt. Zeig mal, was ihr drauf habt, Alter. Okay, Jungs, seid ihr ready? Ja. Ihr wisst, ihr kennt die Regel. Eine Minute habt ihr Zeit. Und wenn ich sehe, dass es zu doll ist oder so, wenn einer zu doll getroffen wird, gehe ich dazwischen und frage, ob es weitergehen soll oder nicht, okay? Easy? Ready? Hey! Action! Jawohl! Boah, Bruder, der holt aus, Alter. Wir denken, wer geht da? Boah, Bruder, was machen die da? Bruder, die geben sich ja richtig in die Fresse. Der holt einfach so aus. Und er hat voll die rote Fresse, der rechte Schein. Oder wie schlägt denn der mit dem Weißen, Alter? Der holt 10 Meter Anlauf. Der eine müsste dem einfach zack, zack, jab, jab. Bruder, alle da mit Handy, Alter, als wäre Justin Bieber da. Bruder, was machen die da? Vielleicht geht da eine K.O. Junge, wie der am Gucken ist, als ob der dafür Geld bekommt. Ich dachte auch, die machen Spaß, aber die haben so gekämpft, als würde es um alles gehen. Oh Mann. Der Chef hat verloren. Na, ich glaube, das waren jetzt die ganzen Kämpfer. Da geht's hier noch weiter. Nee. Behindert, Alter. Die boxen sich da einfach auf der Straße, ey.